Während die Nationalelf in Brasilien um den Sieg in der Gruppe G kickt, steht er in der Küche. Holger Stromberg ist Teamkoch der deutschen Mannschaft. Seit 7 Jahren versucht er mit gesunder Küche die Sportler zu Höchstleistungen zu treiben. Die Nationalmannschaft nimmt schon so im Durchschnitt 100 Tage ein, je nachdem, wie erfolgreich wir spielen. Wenn es eine erfolgreiche WM, EM ist, dann kann es mal bis zu 140, 150 Tagen sein. Und in einem normalen, ich sag jetzt mal Jahr, Länderspieljahr, sind es so circa 70 Tage roundabout. Schon vor der WM recherchierte er in den Spielorten der deutschen Nationalmannschaft, um die besten Lebensmittel zu finden. Denn mitnehmen durfte er nichts nach Brasilien. Das war für mich natürlich auch ganz wichtig, da mal einmal die Luft zu schnuppern, mir das mal anzuschauen. Das wird ein großes Abenteuer. Es ist halt einfach ein völlig anderer Kontinent, andere Lebensgewohnheiten. Auch in Südamerika gilt für die Spieler ein strenger Ernährungsplan. Ganz wichtig, viel Gemüse. Doch damit Salat bei allen Spielern gut ankommt, muss sich der Koch ins Zeug legen. Er verfeinert ihn beispielsweise mit einer süß-scharfen Marinade. Das ist alles ganz knackig, ganz bunt und das wird sehr, sehr gerne genommen. Und so kriege ich eben auch Spannung ins Gemüseessen. Mit wenigen Handgriffen entsteht ein vollwertiger Salat. Übrigens das Lieblingsessen von Mittelfeldspieler Mesut Özil. Vor dem nächsten Spiel gegen Ghana wird das Grünzeug aber ersetzt. Durch einen bewährten Klassiker. Das hat wahrscheinlich Franz Beckenbauer auch schon als aktiver Spieler der Nationalmannschaft gegessen. Das sind Nudeln mit Tomatensauce, Bolognese-Soße und dann gibt es Parmesan dazu. Einige nehmen es nur mit Olivenöl. 3 große Turniere hat Holger Stromberg bereits begleitet. Wie hier 2012 die Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Dabei versorgt er die Nationalmannschaft vom Frühstückstisch bis in die Kabine. 20-Stunden-Tage sind für den Koch während einer Meisterschaft keine Seltenheit. Und wenn er nicht gerade bei einem Turnier der Nationalelf ist, leitet Holger Stromberg 2 Restaurants in München und im Ruhrgebiet. Und der frühere Sternekoch besitzt sogar eine eigene Imbisskette, denn auch Fastfood muss ab und zu mal sein. Sowas gibt es natürlich jetzt nicht vorm Spiel, dass da jeder meint so, wir sind auf einer Urlaubsreise, sondern das ist dann schon Belohnung und das wird dann auch vom Trainer genauso gestützt und gesehen und teilweise dann eben auch von ihm so angeordnet. Dann, wenn ein Spiel gut gelaufen ist, dann sagt er so, Holger, morgen ist Grillen. Ja, und dann wird der Grill aufgebaut und dann gibt es Grilltag. Ja, und da haben sie sich da ja dann auch verdient. Denn Spaß gehört dazu, selbst für einen Spitzenkoch. Auch so kann eine Turniervorbereitung aussehen. Dabei ist Fußball eigentlich gar nicht Holger Strombergs Metier. Ich bin großer Fußballfan, klar. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Fußballspieler, aber ich bin eben in einer anderen Branche groß geworden. Mein Feld ist die Küche. Das kann ich. Da würde ich auch mal sagen, da spiele ich Nationalmannschaft und da bin ich richtig gut. Kurz vor Abflug in München konnte Holger Stromberg noch ein wenig entspannen. Inzwischen leistet er in Brasilien Schwerstarbeit am Herd, damit sein Wunsch für das Team in Erfüllung geht. Fußball-Weltmeister 2014.